Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Dann entblößen wir die Westfront. Kehrt machen! Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist eine Schwester-Schweine. Kann und darf nicht sein. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Die Logik der Frau. Rücksichtsloser Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann zeig ihr Armee! Kehrt mal! Dann entrüsten wir die Westfront. Sinner, Schweifel an deinem Befehl! Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Große Fahrt von Hammer hat immer viel Schuld. Sie müssen die Luftwaffe von Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien sie unabhängig. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Dann entlösen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Sagen Sie, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen. Und wenn Russland es so verwirrt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Dass dieser kulturlose Best in Europa überschwemmt. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzufallen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Ausgedrückt! Ja, Befehle? Speer, ja! Windfremder, unberechenbarer Künstler! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelang nicht finden. Jawohl! Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelang sehen! Sofort! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Bringen Sie mir Fegelein! 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 Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Echte deutsche Schicksalsschlacht. Sie sind da. Dass diese kulturlosen Besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Meditation brings wisdom. Wir müssen die Zivilbevölkerung zu erkennen. Das ist für uns What holds you back? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Bedenken Sie,
Im Krieg um Berlin sind bereits 15.000 bis 20.000 der besten Offiziersjahrgänge gefallen. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Leuten Armee vereinigen. Not at all similar are the race of the immortal gods. Das kann und darf nicht sein. Ich bin mit mir ins Reine gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden! Die Befehle sind ausgearbeitet. Dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ich hatte gut daran getan. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Und den letzten Mann dafür einzusetzen. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann suchen Sie den. Ich will feiern sehen. Sofort. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Ich möchte dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Die Befehle sind ausgearbeitet. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Verräter! Mein Führer! Dann ist die 9. Armee verloren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ich will Fingern sehen! Sofort! True glory consists in doing what deserves to be written. In writing what deserves to be read. Maximal 1 bis 2 Tage. Dann entblößen wir die Westfront. Es ist mein Wille. Mein Führer, aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Was für die Affen gilt, muss noch in erhöhtem Maße. Speer, ja! Maximal 1 bis 2 Tage. Foes, not their friends. Im Süden hat der Gegner Posten genommen und stößt auf Staatsmauer. Wie lange können Sie noch halten? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Wie lange können Sie noch halten? Mit welchen Kräften, mein Führer? Wenn es mit der 12. Armee im Anmarsch ist, dann kann eine Wende doch nur eintreten. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wie Stalin! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Wenk ist mit der 12. Armee im Anmarsch. Sie kann sich mit der 9. Armee von Busse vereinigen und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. I am the Lord thy God. Thou shalt have no other God. Wir müssen jetzt handeln! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wie bitte? Fegelein! Was benötigen Sie? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. All die anderen, ja! Nur Wolkenkratzer und Tels.
Sagen Sie mir, was ich zu tun habe. Mein Führer. Stehe zu dir. Wir verloren. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Die Logik der Frau. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain versprengt der Haufen, den sie mit Mühe verteidigen kann. Jetzt wird er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden. Sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, schon kämpfen vor Speed. Suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort!